Ich möchte in diesem kurzen Erklärvideo das Seki-Modell von Nonaka und Takeuchi vorstellen und mit einer Erklärung um die Begriffe des impliziten und expliziten Wissens verknüpfen. Das ist Markus. Markus ist Tauchlehrer mit einer eigenen Tauchschule und drei angestellten Tauchlehrern auf Mauritius. Neben Tauchkursen bietet er auch Bootstouren und Zubehör wie beispielsweise Tauchanzüge an. Und das ist Tobias, Markus' 15-jähriger Sohn. Nach der Schule ist es sein liebstes Hobby, mit einem kleinen Boot auf dem Meer herumzuschippern und die Sonne zu genießen. Wenn er Glück hat, sieht er sogar ein paar Wale an der Meeresoberfläche. Auch heute ist er mit einem Boot rausgefahren. Er hat es sich mit einem Buch auf Deck gemütlich gemacht und liest angeregt, welche Meeresbewohner Taucher auf Mauritius entdecken können. Eindrucksvoll diese Bilder von verschiedensten Korallenriffen und Fischen, denkt er sich, während sein Blick am Horizont entlang schweift. Nur darüber zu lesen, was man als Taucher entdecken kann, reicht ihm jedoch nicht. Und es ärgert ihn, dass mit keinem Wort erklärt wird, wie man denn nun taucht. Er durchsucht die Kapitel, doch nichts. Keine Informationen zum Thema, wie man taucht. Das Buch, das Tobias liest, und die Flosse des Wales an der Meeresoberfläche, die er vor sich sehen kann, stehen hier symbolisch für das explizite Wissen. Es bezeichnet jenes Wissen, das leicht zugänglich und dokumentierbar ist, also beispielsweise die Namen verschiedener Fische, ihre Größe und Lebensweise. Über das Wie des Tauchens ist nichts in dem Buch zu finden, denn es handelt sich hierbei um Handlungswissen, das auf eigenen Erfahrungen und Eindrücken besteht. Es ist schwer dokumentierbar und wird implizites Wissen genannt. Wie die Unterwasserwelt oder ein Taucher unter Wasser bleibt dieses Wissen vor Tobias daher von der Meeresoberfläche aus betrachtet verborgen. Das Seki-Modell beschreibt die Transformation von implizitem zu explizitem Wissen und wieder zurück zu implizitem Wissen. Aufgeregt kommt Tobias an diesem Abend zu seinem Vater nach Hause und fragt ihn: Papa, wie ist es eigentlich zu tauchen? Wie geht das? Erkläre mir alles, ich will es auch probieren. Markus, sein Vater, freut sich über das Interesse seines Sohnes und will gerade Luft holen, doch ihm fällt gar nicht zurecht ein, wie er das Tauchen erklären soll. Mit seinen Schülern geht er immer raus ans Meer, macht ein paar Trockenübungen und Erstübungen am Ufer. Ihm fehlen die Worte und so entgegnet er seinem Sohn, ihn morgen mit in seinen Tauchkurs zu nehmen. Hier setzt das Seki-Modell in seiner ersten Phase an. Es geht von dem impliziten Wissen aus, das der Vater durch jahrelange Erfahrung und Übung im Tauchen erworben hat. In der Phase der Sozialisierung ist es daher wichtig, ein gemeinsames Verständnis und Vertrauen herzustellen. Wichtig in dieser Phase ist, dass Tobias seinen Vater beobachtet, während er Tauchübungen vormacht, dass er die Übungen nachahmt, selbst etwas tut, also durch nichtverbale Handlungen, aber auch durch Tipps und Anekdoten seines Vaters lernt. Wie gesagt, so getan, gehen die beiden in den nächsten Wochen jeden Tag üben. Und Tobias macht nach und nach Fortschritte, bis er schließlich soweit ist, im offenen Meer zu tauchen und die Schätze, die das Meer so lange vor ihm verborgen gehalten hat, nach und nach selbst zu entdecken. Er ist überwältigt und beginnt, die einzelnen Schritte, Herausforderungen und die Probleme, die er anfangs hatte, genau zu dokumentieren. Diese zweite Phase wird im Seki-Modell als Externalisierung bezeichnet. Das bedeutet, dass Personen ihr Wissen mit anderen teilen. Dadurch, dass Tobias eine Anleitung, seine Anfangsprobleme und Fortschritte schriftlich festhält, wird aus implizitem explizites Wissen. Sein Vater und dessen Mitarbeiter sind von dieser ersten Dokumentation begeistert. Sie geben Tobias weitere Tipps und gemeinsam überarbeiten sie seine Dokumentation. Sie ergänzen sich gegenseitig in ihren Ideen und überlegen sich neue, innovative Übungen und Trainingskonzepte. Sie finden Gefallen an der gemeinsamen Dokumentation und beschließen, sie als Buch zu veröffentlichen und in der Tauchschule zu verkaufen. In dieser dritten Phase, in der Phase der Kombination, wird beschrieben, dass neues Wissen durch die Kooperation und das gemeinsame Erarbeiten verschiedener Personen entsteht. Durch den Austausch zwischen erfahrenen Tauchlehrern und Tobias, dem Anfänger, können in meiner kleinen Geschichte fortschrittliche Konzepte erarbeitet werden. Tobias' Vater ist begeistert, denn auch er findet das Buch sehr hilfreich, um seinen Schülern das Tauchen beizubringen. Nicht nur können die Schüler durch das Buch erste Tipps für sich mitnehmen und sich auf Schwierigkeiten einstellen, sondern auch er und seine Mitarbeiter ziehen ihre Schlüsse und können ihr Schulungskonzept überarbeiten. Gezieltere Trockenübungen und explizite Hinweise, worauf Anfänger achten sollten, tragen wesentlich zur Effizienz der Tauchtrainingsstunden bei.
Den Tauchlehrern war aufgrund ihrer eigenen spezifischen Erfahrung und dem eigenen Blickwinkel auf das Tauchen in der Vergangenheit gar nicht so genau bewusst, worin die Schwierigkeiten beim Tauchen für einen Anfänger tatsächlich liegen. Sie haben dadurch neues Wissen erlangt, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen beim Tauchen miteinander geteilt und sich vor allem mit Tobias ausgetauscht haben. Diese vierte Phase, die Phase der Internalisierung, beschreibt, dass dieses neue Wissen von den Individuen wieder internalisiert wird. In meinem Beispiel heißt das, dass die Tauchlehrer die neuen Tauchkonzepte nicht nur in der Theorie entwickeln, sondern sie auch verstehen und umsetzen. Die Tauchschüler praktizieren folglich diese neuen Übungen und lernen dadurch tauchen. In dieser Phase werden also die neuen Konzepte mit eigenen Erfahrungen zusammengeführt und somit wieder persönliches, implizites Wissen geschaffen. Immer häufiger sind nun am Strand oder auf Bootstouren Badegäste mit dem neuen Buch zu sehen. Die Tauchcrew ist sich einig. Besser geht immer. So beschließen sie kontinuierlich, neue Bilder und Erkenntnisse festzuhalten, das Buch weiterzuentwickeln und darüber hinaus weitere Bände anzubieten. Diese kontinuierliche Weiterbildung steht in meiner Geschichte symbolisch für die Struktur des Seki-Modells, die als fortlaufende Spirale zu verstehen ist. Die vier Phasen werden immer wieder neu durchlaufen.